Hallo und herzlich willkommen zu Aloha, anders leben ohne Angst, deinem Podcast für mehr Mut und Zuversicht. Mein Name ist Margrit Hanunkur, ich bin psychologische Beraterin in Wien und begleite Menschen, die sich ein glückliches und zufriedenes Leben wünschen. Auch dann, wenn es vielleicht gerade nicht so einfach ist und die Herausforderungen im eigenen Leben groß sind. Aber was macht denn ein Leben glücklich und zufrieden? Dieser Frage gehe ich auf meinem Aloha Glückstalk live auf meinem Instagram-Kanal nach. Dazu lade ich inspirierende Persönlichkeiten ein, die für ihr Glück losgegangen sind, und frage sie nach ihrem ganz persönlichen Glücksrezept. In diesem Podcast-Special gibt es heute den ersten Aloha Glückstalk, den ich bereits im letzten Jahr mit der österreichischen Moderatorin und, ja, ich finde, froh Natur Kathi Bellowitsch geführt habe. Schon Kathis fröhliche Art ist ansteckend und ich bin mir sicher, dass auch du die ein oder andere Inspiration für dein Leben mitnehmen kannst. Bitte verzeih, dass der Ton nicht immer ganz perfekt ist, aber ich hoffe, mit der Zeit werde ich auch technisch immer versierter und kann dir dann den Aloha Glückstalk in Zukunft auch noch in einer besseren Tonqualität präsentieren. Bitte um Nachsicht und jetzt viel Freude mit dem ersten Aloha Glückstalk mit der lieben Kathi Bellowitsch. Ja, auf der Suche nach dem Glück oder zumindest einem Rezept nach einem glücklicheren und zufriedenen Leben. Ich glaube, das vereint uns alle, diese Suche. Ja, und das Glück für jeden etwas anderes ist, das ist klar. Aber es gibt sie, die Menschen, die scheinbar glücklicher und zufriedener durchs Leben gehen als manch andere. Was ist deren Geheimnis und haben die ein Geheimnis? Dem möchte ich hier bei diesem Live-Talk auf den Grund gehen. Und von wem kann man besser lernen als von glücklichen und zufriedenen Menschen? Deshalb freue ich mich sehr, dass sie zugesagt hat, mein erster Talk-Gast hier bei dem Aloha Glückstalk. Sie ist nicht nur eine liebe Freundin von mir und uns verbindet die Liebe zur Steiermark, sondern auch die Vision eines glücklichen und zufriedenen Lebens. Ich schaue, ob sie jetzt schon da ist, weil ich würde sie am liebsten gleich zu uns dazu holen. Liebe Kathi Bellowitsch, wenn du da bist, ja, ich sehe schon eine Anfrage live gehen. In der Zwischenzeit, hallo und willkommen alle, die heute mit dabei sind bei dem ersten Aloha Glückstalk. Ich freue mich sehr. Liebe Kathi, hurra, wunderbar geklappt. Ja, ich bin eine ganz andere Flotte. Hallo, schönen Vormittag, ich bin schon da. Ja, und ich freue mich total, dass ich es geschafft habe, auch technisch da reinzukommen. Für mich ist das mein erstes Insta-Live. Ich fühle mich sehr geehrt, liebe Kathi. Ja, aber ich hoffe, das sind schon ein paar, die zuschauen. Ich hoffe, man kann mich gut hören, man kann mich gut sehen. Ich höre dich perfekt. Okay. Vielleicht geben uns die Teilnehmer einen Daumen hoch, ob sie uns gut hören. Ja. Aber ich denke, super, das klappt. Es kommen immer mehr rein. Liebe Kathi, du hast gerade gesagt, dein erstes Insta-Live. Ich freue mich sehr und ich freue mich ganz besonders, dass du ja gesagt hast, weil für mich bist du wirklich Vorbild eines positiven Menschen. Das freut mich. So ist das. Und wir haben im Vorgespräch, wir haben ja schon kurz dazu telefoniert, hast du einen Satz gesagt und der ist bei mir hängen geblieben und ich finde den großartig. Du hast gesagt, ich bin die Visionärin meines eigenen Lebens. Ja. Und dann möchte ich gleich zur ersten Frage kommen, was bedeutet das und ist das auch hilfreich für ein zufriedenes und glückliches Leben? Ich sage mal gleich ja, natürlich. Und was bedeutet das? Also ich habe das so einfach aus dem Bauch heraus zu dir gesagt. Ich habe mir da jetzt gar nicht so viel dabei gedacht, sondern es ist aus mir rausgesprudelt, wie ich ja prinzipiell so. Ich bin so ein Mensch, der gleich einmal das rauslässt, auch was er sich denkt oder wie er fühlt. Und in Wahrheit bedeutet der Satz für mich so ein bisschen so wie Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, oder jeder ist seines Glückes Schmied. Das stimmt schon, da ist schon viel Wahres dran an diesen Sätzen. Und bei mir ist es auch so,
Ich habe unglaublich viel Energie und unglaublich viele Visionen. Ja? Ich habe Pläne, ich habe Ideen, oft kann ich die gar nicht umsetzen, aber ich habe sie, sie leben in mir. Und ich bin selbst dafür verantwortlich, was davon entstehen wird oder auch nicht. Das ist auch ein bisschen eine Einstellungssache, eine Grundhaltung und vor allem der feste Glaube und die feste Überzeugung, dass Dinge eintreten, wenn man sie sich auch wirklich wünscht und wenn man sie wirklich visualisiert hat. Und das ist so, das Visualisieren, da bin ich auch erst in den letzten 10, 15 Jahren draufgekommen, dass das Wünschen allein nicht reicht, dass du unbedingt das wirklich dir im besten Fall aufzeichnest oder es dir richtig vorstellen kannst. Mhm. Du hast ein echtes Bild davon. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann passieren die Dinge auch so, wie man sie sich wünscht. Und das macht einen doch auch schon wieder um die Spur glücklicher. Und wenn du sagst, Dinge nicht nur wünschen, weil sonst wären wir ja wahrscheinlich alle schon dort, wo wir sein wollen. Das heißt, hast du dir deine Wünsche auch schon mal, wie du gesagt hast, aufgeschrieben? Oder was für Methoden verwendest du zum Wünschen? Ja, also immer wieder mal komm ich mit Freunden, Bekannten, Familien, sprechen wir über das Thema Optimismus, positive Lebenseinstellung, Glück und dass man eben an die Dinge auch glauben soll. Und da erzähle ich immer von meinem Schlüsselerlebnis eigentlich. Das ist, ich habe mir so sehr ein besonderes Zuhause gewünscht. Also so ein Zuhause, so wie ich es mir halt wünsche. Jeder wünscht sich das auf seine Art und Weise. Ich habe das so visualisiert, dass ich mir quasi mein Zuhause aufgezeichnet habe, tatsächlich auch wie die Räume ausschauen sollen, wie, da war noch weit und breit keine Spur davon, dass ich das auch wirklich haben werde. Aber ich habe es mir gewünscht und ich habe es mir ganz fest vorgestellt und wie gesagt wirklich zu Papier gebracht auch und bin fix davon ausgegangen, der Zeitpunkt wird kommen, dann wird das auch eintreten, ganz sicher. Und es ist tatsächlich passiert. Und ich bin so, noch immer so glücklich, dass ich, und ich schaue dann immer, wenn ich manchmal im Leben auch unsicher bin, weil auch ich habe das Glück ja nicht gepachtet. Ja, und auch ich habe mal Momente, wo ich sage, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, ob das wirklich passieren wird, so wie ich es mir wünsche. Dann schaue ich irrsinnig gerne auf diesen Fall bei mir zurück, weil da merke ich doch einfach auch, ein bisschen ein Vertrauen haben, eine Geduld haben, schwierig für mich. Geduld habe ich nicht viel. Geduld haben und einfach wirklich positiv bleiben und daran glauben, dass die Dinge eintreten, so wie sie eintreten sollen. Ja, was ich da ganz stark auch rausspüre, wenn ich mit dir rede, wenn du das erzählst, du fühlst das richtig, oder? Ja. Schon wie du bezeichnet hast, gehe ich davon aus, du hast das gefühlt. Und das ist ja eines der großen Geheimnisse, dass wir ja nicht nur im Kopf uns Dinge ausmalen sollen, sondern wenn wir dann auch wirklich uns verbinden mit dem Gefühl, wie fühle ich mich denn dann, wenn ich in diesem Haus bin? Wie fühle ich mich, während ich es schon aufzeichne? Und dann haben wir eine Schwingung, die ist so sensationell, dass wir ja fast wirklich Dinge anziehen. Das tun wir ja nicht nur mit den Gedanken, das glauben wir ja oft, wenn wir so wirklich in ein Gefühl, in ein Herzensgefühl gehen. Ich sage immer, das beste Beispiel ist, wenn man in ein Geschäft geht, und mit so einem Gesicht reingeht, dann wird dir nicht die Verkäuferin sagen, hurra, schön, dass du da bist. Du bist ein wahnsinnig positiver Mensch dann schon. Aber mit einem Strahlen und mit einem Gefühl, einem Menschen zu begegnen, man bekommt automatisch etwas zurück. Also sehr selten, dass es passiert, wenn man jemanden wirklich freundlich anstrahlt, dass der nicht zurückstrahlt. Und so ist das, glaube ich, auch mit den Wünschen von den Dingen, wenn wir wirklich schon in dieses Gefühl gehen. Absolut, bin ich ganz bei dir. Du hast schon von deinem Schlüsselerlebnis erzählt, da gibt es sicher einige, aber wie du auch gesagt hast, man hat ja das Glück nicht gepachtet und es gibt viele Menschen, die glauben einfach nicht daran, dass sie das können oder dass sie halt schon so vieles probiert haben und einfach das Glück nicht auf ihrer Seite haben. Was würdest du denn diesen Menschen raten oder ihnen mitgeben wollen? Unbedingt fix daran glauben und festhalten, dass
jeder das Recht und auch die Möglichkeit für ein glückliches Leben hat. Also nur nicht aufgeben, nur wenn etwas einmal nicht so funktioniert oder es gibt, das muss man nämlich wirklich unterscheiden. Ich bin so ein bisschen bekannt auch als der Sonnenschein und alles ist immer happy, peppy und super. Das darf man jetzt nicht verwechseln. Glück und immer alles lustig, das sind zwei Paar Schuhe. Das heißt, auch in meinem Leben und vor allem jetzt, wie es uns ja, also es wäre eine Lüge, wenn mir jetzt irgendeiner sagt, im Moment, wie es in der Welt so zugeht und überhaupt, es ist ein Traum, es ist alles so happy und glücklich. Nein, es sind schwierige Zeiten, es ist absolut nicht lustig. Ich habe meinen 14-jährigen Buben zu Hause, der gerade macht gerade Aufgaben, der will alle 10 Minuten was von mir, ich komme selber nicht zum Arbeiten. Es ist wirklich kräfteraubend und es ist sicher nicht die beste Zeit. Trotzdem versuche ich mir das Beste rauszunehmen und versuche immer, und das ist vielleicht auch da ein kleines Geheimnis, ich schaue immer nach vor. Ich schaue nicht zurück oder sage, oh, wie war das doch, oder suche herum, sondern ich denke mir einfach, okay, wenn der Tag gerade einmal nicht gut läuft, ja, dann wird es der morgige werden. Dann machen wir gar nicht viel Wind um den heutigen Tag, der wird vorübergehen. Und morgen ist ein neuer Tag und eine neue Chance auf das große Glück oder auf einen zufriedenen Tag. Einfach ein zufriedener Tag ist was ganz Tolles übrigens. Ich liebe ja Zufriedenheit. Und darum sage ich, wenn jemand sagt, na, ich habe nur Pech oder so, unbedingt versuchen sich einen Kopf durchzurütteln, umzudrehen, anders zu denken, versuchen wirklich, oder man muss einfach schauen, was macht einem Freude. Ich gehe im Moment fast jeden Tag 2 Stunden mit dem Hund spazieren und ich lieb's. Ich hasse eigentlich den Herbst, muss ich dazu sagen. Für mich ist das immer so eine Stimmung, das ist sogar für mich so eine, das ist eigentlich so keine lebensbejahende Frühlingsstimmung oder Sommerstimmung. Der Herbst ist für mich persönlich immer so eher so kräfteraubend und die letzte Kraft ist noch da. Heuer ist das aber anders. Ich gehe raus jeden Tag, ich gehe spazieren, ich merke, wie mir das gut tut. Und wenn mir was gut tut, dann bin ich schon wieder ganz anders, habe ich eine ganz andere Haltung zum Visualisieren oder zum Planen meines Tages oder meiner Zukunft. Also man findet sich sicher, jeder findet für sich das Richtige. Oder vielleicht ist es für jemanden ein Buch lesen, in Ruhe zu Hause sein, eine Kerze anzünden, schöne Gedanken haben oder einen Film anschauen. Für mich persönlich ist es die Natur, die frische Luft. Ich muss raus, ich muss in Bewegung sein. Und ich glaube, über sowas kann man auch wieder den Weg finden, dass man zu seinem eigenen Glück vielleicht leichter findet. Ja, du hast da ganz, ganz viele wunderbare Sachen gesagt. Es geht nämlich auch wirklich darum, zu unterscheiden. Einerseits, ich bin immer lustig und fröhlich und ich bin positiv in meinem Leben. Ja. Ganz wichtig ist auch, finde ich, immer dieses Annehmen. Es gibt eben auch die Tage, an denen wir uns nicht gut fühlen. Und es gibt Situationen im Leben, da ist uns nicht zum Lachen zumute. Ja. Aber der große Unterschied ist, dass wir, wenn wir etwas annehmen und sagen, okay, mir geht es heute nicht gut, ich nehme dieses Gefühl hin und du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt, den ich auch immer sehr gerne meinen Klienten mitgebe, auch das geht vorüber. Genau. Wir nicht in der Vergangenheit sudern, aber wir dürfen uns auch manchmal Momente herausholen, wo wir vielleicht auch schon mal dieses Gefühl hatten, da komme ich nicht mehr raus. Und bin wieder rausgekommen. Dass ich mir einfach das nur die positive Erinnerung nehme daran, okay, auch diese Welle geht vorüber. Genau. Und dass wir das annehmen und dann natürlich viele Dinge tun, die uns gut tun. Und das wissen wir am allerbesten. Ja. Ob das ein Telefonat mit einer Freundin ist, eine Tasse Tee. Und ich mag ja alle Jahreszeiten ganz gerne, aber ich mag auch den Herbst sehr gerne, so für diese innere Einkehr. Ein bisschen wieder Jacken anziehen, eine Kerze anzünden und zu sich zu schauen. Ja, dann, was habe ich noch für Fragen? Du hast gesagt, dass du einen Hund hast und ich glaube, viele Menschen, ich habe auch 2 Hunde, wie siehst denn du das, dass Tiere uns auch etwas vom Glück geben oder etwas geben, was uns glücklich macht? Siehst du das so, dass Tiere uns da auch eine Möglichkeit schenken, glücklich zu sein? Absolut, wie gesagt, absolut. Ich bin doch sowieso ein riesen Tierfreund, lebe natürlich, ich hätte am liebsten ein Pferd auch zu Hause, es geht aber leider nicht. Ich hätte gerne Hühner, ich hätte so gerne viele Tiere. Ja. Aber zumindest habe ich einen Hund. Wer weiß, wer weiß. Aber wie gesagt, ich bin, ja,
jeder hat so sein Lieblingstier oder hat die Möglichkeit, vielleicht ein Tier zu haben. Das ist ja auch nicht für jeden möglich. Aber ja, Tiere können einen unglaublich Zuversicht geben, Wärme schenken, Ruhe, ein Gefühl, dass man auch nicht alleine ist, weil es gibt ja viele Menschen, die auch alleine sind oder vielleicht gerade eine Trennung hinter sich haben oder es gerade nicht so leicht haben oder keine Kinder da haben oder das Haus immer voll ist, wo man sich hin und wieder auch Ruhe wünscht. Aber ein Tier ist was ganz, ganz Tolles und kann natürlich zum Glücklichsein beitragen. Klar, auf jeden Fall, da bin ich ganz fest davon überzeugt. Was ich immer so spannend finde, was wir wirklich von den Tieren lernen, weil es gibt ja doch einige Dinge, wo wir wirklich Glückshormone ausschütten, das ist unter anderem beim Tanzen, also Bewegung ist ganz wichtig und du hast es sicher auch beobachtet bei deinem Hund und ich bei meinem, wenn die eine stressige Situation haben oder sich irgendwas, sich vor was geschreckt haben, die schütteln sich nachher so ab und die schütteln wirklich ihren Stress weg und das sind schon Dinge, die wir Menschen auch wirklich machen können, wenn wir das Gefühl haben, irgendwie dieser Tag ist nur anstrengend und mühsam, einen Song auflegen, apropos, du, die perfekte Songgeberin, dass wir uns eine Musik anhören, uns durchschütteln im wahrsten Sinn des Wortes und uns auch wieder Glücksmomente hierher holen. Ja, absolut, absolut. Also Musik, finde ich auch, ist etwas, was unglaublich berührend sein kann, stärkend sein kann, tröstend sein kann und natürlich, wenn man, es unterstützt auch, wenn man in Fahrt ist, wenn man gut drauf ist, wenn man da gute Musik dazu hört, dann ist man, dann sprudelt man ja nur so vor Energie. Also ich sage, ich bin anscheinend irgendwie als Kind einmal in ein Fass gefallen mit viel Energie. Ich habe echt viel und ich kann jetzt wirklich all jenen, die jetzt zuschauen, auch nur mitgeben, wenn ihr wirklich sagt, ich habe halt nicht so viel Energie oder irgendwie, es ist halt, wenn ihr laufen, so. Bitte glaubt daran, denkt euch, also früher habe ich mir immer gedacht, da hat es ja auch so Bücher gegeben, den Traummann, und ich schicke ans Universum einen Gruß. Wenn man die Menschen auch, die man gerne um sich hat, visualisiert, positiv, wirklich ein Bild von ihnen zeichnet. Ich bin überzeugt, ob es jetzt in Form eines Mannes oder einer Freundin oder einer neuen Person, die man kennenlernt und die dadurch Glück hereinbringt, das ist ganz unterschiedlich. Aber ich bin überzeugt davon, dass jeder, der einfach an sein Glück glaubt und auch ein bisschen Geduld mitbringt, dass der auch zufriedener durchs Leben geht. Staunen wird, was alles möglich ist. Ja, liebe Katja, ich möchte nur sagen, weil da sind ein paar Kommentare auch gekommen und jemand hat geschrieben, Katja, du bist immer so motivierend und hast so eine positive Aura. Und das ist ja genau der Grund gewesen, warum ich dich auch eingeladen habe, weil wir kennen uns wirklich schon sehr lange und wir haben auch schon bei anderen Projekten zusammengearbeitet und es war immer so schön, wirklich deine Motivation, wie du an Dinge herangehst. Und du hast gesagt, du bist als Kind in ein Fass mit Energie gefallen. Auch sehr schön. Das Schöne ist, wir alle haben dieses Fass an Energie. Das sind nämlich 100%, die wir zur Verfügung haben. Oftmals verwenden wir aber schon ganz viel von dieser Energie für Dinge, die uns runterziehen, die uns ganz schlecht müde machen. Deshalb ist für mich auch so wichtig, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber ein Morgenritual, wo man wirklich schon beginnt, positiv in den Tag zu starten. Weil unser Gehirn ist super, super, super und deshalb sind ja Visionen auch so wichtig. Wir müssen nicht alles live erleben, wenn wir uns Dinge vorstellen, wenn wir wirklich in dieses Gefühl gehen, glaubt unser Gehirn, dass wir das tatsächlich erlebt haben und speist sich dadurch. Das heißt, hast du ein Morgenritual oder eine Morgenroutine? Bei mir, ich muss ehrlich gestehen. Also ich wache mal auf in der Früh und freue mich total. Ich liebe ja Schlaf. Übrigens, Schlaf ist sowas Wichtiges. Schlaf trägt auch so viel dazu bei, dass man ausgeschlafen ist. Also ich merke es nur an mir. Man kann mir vieles nehmen, aber bitte nicht den Schlaf, weil man wird dann auch fahriger, man wird noch ungeduldiger, man hat diese Grundenergie nicht oder die Laune ist weg. Also Schlaf ist das Wichtigste. Und wenn ich in der Früh aufwache, ich schlafe dann sehr gut, bin ich schon mal glücklich. Dann bin ich schon mal dankbar, dass mir tut nichts weh, es ist super.
es ist schön, ich stehe auf, ich denke mir, okay, ich sehe meine Familie, meine zwei Söhne, meinen Mann, der Hund, alle sind zufrieden. Ich bin schon mal dankbar, fangt schon mal gut an. Dann mache ich Frühstück und schaue eben, dass eigentlich immer alle anderen was haben, bevor ich mir dann was gönne, weil meine Zeit kommt dann, wenn alle außer Haus sind. Dann ist mein Ritual immer mein Vormittagskaffee, wo ich wirklich zur Ruhe komme. Außer ich bin bei drei, dann ist der Vormittagskaffee gestrichen, dann gibt es den erst zum Mittag. Aber sonst komme ich dann eigentlich zur Ruhe und überlege so, was habe ich den Tag vor, was muss erledigt werden, was möchte ich erledigen, an was möchte ich gerne denken oder wo möchte ich weiter träumen. Ich liebe es zum Beispiel auch, alleine zu sein, weil da gelingt es mir einfach am allerbesten, zu träumen und zu visualisieren. Mhm. Also wenn du immer unterbrochen wirst, wenn du immer jemanden hast, der, Mama, kann ich das oder das Telefon läutet, dann komme ich nicht zur Ruhe. Ich habe gern diese Stille, diese Ruhe, meinen Kaffee und mich und meine Träume. Und dann ist das jetzt so ein bisschen mein Ritual. So gehe ich in den Tag hinein. Ja, und du hast wieder was ganz, ganz Wertvolles gesagt. Dankbarkeit. Also das ist ja auch so ein Phänomen, wenn wir in dem Moment, wo wir wirklich in der Dankbarkeit sind, können wir keine Wut, keinen Ärger in uns produzieren. Mhm. Ja. Das ist so etwas Wichtiges. Und ich sage, manche Menschen sagen mir halt, naja, ich habe halt keinen Grund, jetzt hurra und glücklich aufzuwachen. Und dann sage ich immer, fühl mal deinen Puls. Ja. Nimm einen Atemzug. Du bist am Leben. Danke dafür, dass man wirklich auch, wenn man im Moment gerade nicht eben Hurra, Hurra schreien kann, diesen Moment einfach zu sagen, okay, da bin ich und ich bin da und ich stehe auf und ich nehme diesen Tag voller Dankbarkeit jetzt mal an, ja, die Möglichkeiten, die es mir bringt. Es hat eine andere Qualität. Es wirkt oft nach so kleinen Schritten, die ich auch gerne eben meinen Klienten mitgebe. Ich habe ein Buch gemacht in 21 Tagen für mehr Mut und Zuversicht. Mhm. Da ist ein Morgenritual drinnen mit einfachen Fragen, die sich immer wiederholen. Und das Schöne ist aber, wenn du dich beschäftigst, wie fühle ich mich heute? Was brauche ich heute? Mit welcher Intention möchte ich durch diesen Tag gehen? Das sind so Momente, es braucht nicht viel Zeit. Aber wenn ich beschließe, in der Früh zu sagen, ich möchte heute mit Mitgefühl durch diesen Tag gehen, für mich und für andere. Und wenn ich mich dann immer wieder daran erinnere und dann kommt mir jemand da mal komisch, dann werde ich dem nicht vielleicht sagen, was ist das Auto? Sondern würde sagen, oje, was hat der heute schon alles erlebt, dass er so zwider ist und geht ins Mitgefühl. Ja. Man hat eine andere Stimmung. Ja. Und warum 21 Tage? Weil unser Gehirn tatsächlich 21 Tage braucht, um sich eine neue Gewohnheit zu machen. Ja. Ich sage ja immer, ja? Man kriegt diesen Unterschied dann zwischen dir und mir oder zwischen uns und dir. Du bist da extrem schon reflektiert. Also ich denke mir oft, das ist ein Trottel. Ich denke mir das oft, dann sag einmal. Also das sollte man, da bin ich auch nicht gut, muss ich sagen. Da bin ich oder nicht immer gut. Mal besser, mal schlechter. Aber da bin ich auch noch komplett am Lernen. Und ja, das gelingt einem nicht auch immer. Ich natürlich auch. Das ist ja auch nicht so, dass man dann, so wie du gesagt hast, nicht das Glück gepachtet hat. Ich habe auch nicht die Weisheit gepachtet. Aber ich habe eines Tages beschlossen, ich möchte glücklich und zufrieden durch mein Leben gehen. Und wenn ich dann nicht etwas ändere und wirklich jeden Tag grantig aufwache und jeden Tag mir denke, so ein Trottel oder das ist blöd oder die ist blöd oder die macht das besser und ich kann das nicht, warum nicht entscheiden, ich möchte anders in meinen Tag starten? Da muss ich was bei mir verändern. Weil die anderen, da kann ich, ich komme ja aus dem systemischen Bereich und ich erkläre das immer so, jede Familie, jede Arbeit, überall, das ist ein System wie ein Mobile. Da hängen Teile dran. Und jetzt bin ich auch ein Teil in meinem System und denke mir, die sind alle doof, die sollen sich jetzt bewegen. Aber ich bringe niemanden zum Bewegen. Beginne ich mich zu bewegen, beginnt das ganze System, also das Mobile beginnt sich zu drehen. Ich weiß nicht, in welche Richtung, es gefällt nicht immer jedem, wenn man sich verändert, aber es kommt Bewegung ins System. Genau. Und es ist eben eine Entscheidung, die man trifft. Möchte ich anders durch mein Leben gehen? Möchte ich glücklich und zufrieden sein? Und was trägt dazu bei? Vermutlich Mitgefühl. Vermutlich Dankbarkeit. Vermutlich ein offenes Herz. Und das ist etwas,
das können wir entscheiden. Das stimmt. Ich schaue die Bewegung auf die Zeit, die ich hatte, aber wir sind sehr gut drinnen. Na, und das, was du dann bei Tor von Bewegung sprichst, gell? Also da bin ich auch überzeugt davon. Man muss unbedingt, wenn man schon nicht so in Bewegung ist, unbedingt im Kopf immer in Bewegung bleiben. Unbedingt. Das, im besten Fall beides, körperlich und geistig. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man nur abwartet und sagt, jetzt schaue ich mal, was passiert, dann wird nicht viel passieren. Man muss, das hat auch, da wird nicht so viel Glück auf einen zukommen, wenn man aber aktiv sich darum auch bemüht und schaut, und was hätte ich eigentlich wirklich gern? Weil wenn ich zum Beispiel sage, ich mag einen neuen Job. Okay, aber ich weiß eigentlich noch nicht genau, welchen. Also ich habe es jetzt noch nicht so formuliert für mich. Kann ich jetzt schon sagen? Kommt nicht. Dann kommt da nicht der gute Job. Das heißt, egal was es gibt, egal ob es jetzt der Traumpartner ist, die Traumpartnerin, der Job ist, die Familie ist, ich muss es mir richtig, ich muss genau wissen, was ich will. Wenn ich genau weiß, was ich will, und darin bin ich sehr gut, muss ich sagen, das kann man aber auch lernen. Ja. Das kann man lernen, war ich auch nicht immer so. Da ganz klar, nicht so schwammig geht da nicht. Klar, Visualisierung, dann ist es wirklich so, da bin ich überzeugt davon, dass manche schon schauen werden. Da gebe ich dir absolut recht. Ich würde es ein bisschen ergänzen, weil wenn wir so dieses Gefühl haben, ich muss alles schon wissen, dann ist das manchmal fast ein bisschen schwierig, weil ich sage, okay, ich möchte einen Partner, aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht wie und was. Ich finde ganz wichtig beim Visualisieren, eben ins Gefühl zu gehen und zu sagen, okay, wie fühlt sich für mich ein Job an, in dem ich mich wohlfühle? Und wenn man dann noch dazu sagt, man wirklich ins Gefühl gehen, dann gehe ich, stehe vielleicht gerne auf, gehe gerne hin, habe nette Kollegen oder ich mache mich selbstständig und bin mein eigener Boss, wie fühlt sich das an? Und wenn ich dann dazu sage, bitte genau dieses Gefühl, auch wenn ich noch überhaupt nicht weiß, wie ich dorthin komme und wie das dann genau aussieht, wenn man jetzt nicht schon so ein klares Bild hat, dann finde ich, nimmt das immer ein bisschen Druck und wir können alle beginnen, zu üben, weil wir wissen meist sehr wohl, wie wir uns fühlen wollen. Ja, das stimmt. Zum Beispiel, apropos, mich macht es sehr, sehr glücklich, dass du heute tatsächlich da bist. Ich glaube, mich auch. So selbstverständlich war das nicht, weil ich weiß noch genau, ich habe dich angerufen und habe mir gedacht, wird sie ja oder nein sagen, soll ich sie überhaupt anrufen? Hätte ich dich nicht angerufen, wäre schon ein klares Nein gewesen und wir würden nicht hier. Ja, genau. Und so ist es. Macht mich glücklich, dass ich losgegangen bin und dass ich dich gefragt habe. Und das ist auch etwas, was ich so gerne den Menschen mitgeben möchte. Tut, fragt. Wer mich fragt, hat sofort ein Nein. Mhm. Und wenn wir fragen, dann ist die Möglichkeit eines Ja's da. Und ich glaube, wir haben alle was davon, dass du heute da bist. Ich hoffe es. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr. Bin ich überzeugt. Da muss ich nicht hoffen, das weiß ich. Nein, das ist wirklich schön. Ja, liebe Kathi, du hast schon ganz viele gute auch Tipps und Tools den Menschen jetzt mitgegeben. Ich habe so eine kleine Überraschung für dich noch am Ende. Du bist aber ein spontaner Mensch. Ich traue mich das jetzt mal. Und zwar, da bitte ich dich jetzt kurz und bündig zu antworten. Ich möchte so einen kleinen Aloha-Glücks-Rap mit mir machen. Also Wort-Rap. Stell dir ein paar Fragen und du antwortest am besten nur mit einem Wort. Einem Wort? Genau, genau. Na, dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Bist du startklar? Ja. Glück heißt für mich? Zufriedenheit. Sehr gut. Mein Glücksplatz ist? Mein Zuhause. Meine Glücksquelle ist? Meine Familie. Glückliche Menschen sind für mich ein Segen. Mhm. Was habe ich heute schon getan, um glücklich zu sein? Ich bin schon wieder positiv aufgewacht und habe mich wahnsinnig auf den Tag gefreut. Hurra! Ja, das passt ja schon. Eine glückliche Zukunft bedeutet für mich Gesundheit. Ganz wichtig. Ich wünsche mir, dass endlich diese mühsame Zeit, die Pandemie sich streicht und dass wir uns alle wieder abrüsseln können und dass wir alle wieder ein bisschen zurück, da schon wieder zurückkehren zu dieser gesunden Welt,
Also ich möchte einfach, dass wir alle wieder ein bisschen positiver sind, dass es leichter von der Hand geht, dass der Stress weniger wird, dass es beruflich für viele wieder aufwärts geht. Das ist wirklich ganz, ganz schwierig und das zehrt sogar an Optimisten, muss ich sagen. Es ist eine schwierige Zeit und das wünsche ich mir, dass wir alle, und zwar alle meine ich jetzt über Österreich-Grenzen hinaus, dass die ganze Welt wieder durchatmen kann und sagt, ja, und jetzt gehen wir es wieder an. Ja, das ist ein ganz schöner Wunsch und dem kann ich mich nur anschließen. Und ich würde wirklich allen Menschen, und es ist tatsächlich eben eine extrem schwierige Zeit, also das ist jetzt nicht nur mal eine Krise, sondern das ist wirklich eine Weltkrise, ja, in der wir da gerade sind. Und ich ermutige alle, wirklich bei sich zu beginnen und in diesen zu schauen, dass das eigene Herz zufrieden ist und sich jetzt wirklich nur um sich zu kümmern. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Vergesst bitte alle nicht, glücklich und zufrieden zu sein, ist auch eine Entscheidung. Und diese Fähigkeit hat wirklich jeder von uns. Wir nutzen sie nicht immer, aber wir haben sie. Wir haben alle die Möglichkeit zu entscheiden, wie möchte ich durch dieses Leben gehen. Warum dann nicht glücklich und zufrieden? Liebe Kathi, vielen, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass du hier dabei warst. Ich mache einen letzten Blick noch, ob da noch was geschrieben wurde. Ja, da sind Daumen hoch und Herzchen, wahre Worte, Kathi, sind tolle Begleiter. Also tröstlich, wirklich ganz schöne Kommentare. Vielen, vielen Dank. Ich werde dieses live abspeichern für alle, die jetzt nicht dabei sein konnten. Dann kann man sich das in Ruhe noch einmal anschauen und vielleicht ein paar Glücksmomente und Zutaten für das eigene Glücksrezept, das man sich dann zusammenbrauen kann, bekommen. Mich hat es auch sehr gefreut. Es war ganz toll. Ich glaube, ich mache das jetzt öfter. Du kannst mich immer wieder mal anrufen. Sehr gerne. Ich freue mich sehr gerne. Na, für mich ist es auch jetzt spannend gewesen. Wie gesagt, das ist ein neues Tool. Auf Instagram bin ich ja schon eine Zeit lang, aber Insta Live habe ich mir gedacht, okay, weiß ich nicht, wann ich das mal je mache. Aber bitte, es hat geklappt, es macht Spaß. Und es gibt ja so viele Dinge, über die man reden kann. Und übrigens, das gehört auch noch ein bisschen dazu, Kommunikation. Bleibt kommunikativ, redet miteinander, tut euch zusammen. Auch wenn man sich jetzt nicht sehen darf. Man kann telefonieren, man kann schreiben. Also das ist ganz, ganz wichtig. Für mich ist Kommunikation, Zuversicht, Dankbarkeit, ganz oben, wenn man diese Punkte hat, glaube ich, und in der Früh an diese denkt, sage ich, okay, heute hole ich mir gute Gespräche, ich bin dankbar, dass es mir gut geht und ich bin zuversichtlich, dass ich einen schönen Tag haben werde und auch eine schöne Zeit, dann bin ich überzeugt, dass man schon mit einem großen Smiler durch den Tag geht. Absolut, lasst uns alle Visionäre und Visionärinnen unseres eigenen Lebens sein. Danke, Kathi, für diese wunderschöne Überschrift. Das ist ein wunderbarer Buchtitel. Wer weiß, was noch alles kommt. Ja, genau. Danke. Liebe, danke. Ich verabschiede mich jetzt und speichere das. Danke, Kathi, für diesen wertvollen und inspirierenden ersten Aloha Glückstalk. Ich hoffe, der erste Aloha Glückstalk hat dir gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich und dein Leben mitnehmen. Ich freue mich über Kommentare, wie dir dieser Talk gefallen hat. Gerne auch Anregungen, wen du vielleicht gerne als nächstes in diesem Talk hören möchtest. Ja, weitere Inspirationen findest du wie immer auf meinen Social Media Kanälen oder auf meiner Website www.hanunkur-coaching.com. Ich wünsche dir den Mut und die Zuversicht, für dich und deine Träume loszugehen, um so das Leben zu erschaffen, das dich glücklich und zufrieden macht. Denn Glück bedeutet für jeden von uns etwas anderes und nur du weißt, was dich glücklich macht und ja, gib dir die Erlaubnis, dafür loszugehen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, deine Margrethe.